Moin, 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 herzlich willkommen bei Simple Sample und heute verkosten wir ein 26 Jahre altes Aaron Single Cask Sherry Butt zum 100-jährigen Kammerkirschjubiläum. Ich freue mich. Vor kurzem waren wir erst bei Kammerkirsch, ja. Durften dort das Jubiläum selber mit feiern. Ja. Und da wurde schon angekündigt, dass da was richtig Geiles kommt. Damals konnten wir es noch nicht probieren. Nee. Nein. Heute ist es soweit. Ja. Sehr sympathische Truppe. Mhm. Und liebe Grüße auch an den Flo. Mhm. Und ja, ich würde sagen, ich schenke uns mal ein und du zeigst mal diese geniale Verpackung. 26 Jahre Sherry Butt. Es ist natürlich schon eine Hausnummer. Also hier auf dieser Verpackung, ne, es ist so ein schöner Holzrahmen. Ist hier so eine kleine Magnettafel oben drauf. Also das schnappt hier richtig zu. Und dann kann man das Fläschchen aus seinem Käfig befreien, ne, indem man das so rausmacht. Ein Öko-Käfig. Öko-Käfig. Das Holz. Ja. Ist auch massiv, ne? Es ist nicht furniert oder sowas. Ja, ist nicht furniert, ja. Ist gut. Standard. Standard Aaron-Flasche, was ich aber cool finde, irgendwo, wenn das so gleich ist, ne, wenn die Verpackung halt passt, für den Preis, aber wir reden hier von knapp 500 Euro. Ouch. Oder sag mal 489,90. Die 11 Euro sind versichert oder Versand. So. Ja. Was würden Sie denn machen, wenn Sie eine Million gewinnen? Ich würde alles versaufen. 26 Jahre, 1997 destilliert und 2023 abgefüllt aus einem Sherry Butt 53,2. Ich dachte, finde ich mega. Ist nicht zu übertrieben. Der Knaller. 53,2. Schönes Alter. Ob First Fill oder nicht, keine Ahnung. Ja. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Mhm. Hauptsache es schmeckt. Mhm. Und ich erwarte sehr viel. Okay. Sehr viel. Dann lass uns mal probieren. Wollen wir mal riechen. Mal probieren. Ich packe die erstmal wieder hier rein. Das erste, was mir jetzt in den Sinn kam, als ich die Nase hier reingehalten habe, war das Wörtchen Oldschool. Das riecht richtig alt, finde ich. Also das wird so blind definitiv nicht als irgendein jungen Whisky identifizieren. Das riecht einfach alt. Mhm. Das riecht richtig schön nach so alten, muffigen Sherryfässern. Muffig positiv gemeint. Also nicht so junger, aufgeladene. Wahrscheinlich war es ein, ich sag mal, echtes, in Anführungszeichen, Sherry Butt. Ich habe ich fand im ersten Zug ist etwas verschlossen. Mhm. Ja. Also aufpassen, dass Gerald, falls er das Video sieht, nicht durchdreht. Ja, Hat so fein ausgesucht, Gerald. Aber wirkt trotzdem am ersten Mal erstmal verschlossen. Liegt aber auch daran, wir haben ihn vor 10 Minuten eingeschenkt. Also es kann einfach sein, dass er so ein bisschen braucht. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, ich hatte Brombeeren. Brombeeren, so diese eine dunkle Waldfrucht hatte ich. So kann man das assoziieren vielleicht. Ne? Ja, also hier geht es auf jeden Fall dunkel und sehr gesetzt zur Sache. Ne? Also hier ist nichts Junges, Spritziges mehr drin, keine Kirschen oder irgendwas. Hier ist wirklich, wie du schon sagtest, dunkle Waldfrüchte, sowas. Bisschen alter Keller, ne? So ein bisschen Kanzleistaub. Nee, steht nichts drauf. Ich dachte, es ist vielleicht dann irgendwo ein paar Notes drauf oder so. Nee, dann müssen wir jetzt alleine durch, ne? So, wie immer. Aber vielleicht sogar so ein bisschen was Tropisches. Guck mal, ob da so ein bisschen... Die Nase entwickelt sich unheimlich, also... Ja, jetzt kommt diese... Ja, tropisch. Ne? So ein bisschen Mango vielleicht. Hier ist das eine Papaya? Also, man riecht selten an Papayas. Wirklich selten. Also an so einem Eisbecher sind die doch manchmal mit dran oder so. Ne? Und ich habe so ein bisschen Mineralisches. Ne? Mineralisch, maritim tatsächlich so ein bisschen. Ein bisschen erdig. Aber trotz allem irgendwo auch fruchtig. Das ist eine geile Mischung, finde ich. So aus alt und muffig, aber trotzdem diese Fruchtigkeit. Wir hatten ja auch schon festgestellt, dass Aaron sehr oft in... auch einen leichten Pfirsichcharakter hat. Ja, das kann natürlich sein, dass die hier mit durchschießen. Oh, kommt immer mehr Milchschokolade jetzt. Was bei der Farbe tatsächlich auch gut ist, wenn hier der Panorama-Charakter noch durchkommt. Ja. Oh ja, jetzt macht er auf. Jetzt, Ich kürze es mal ab. Schöner Früchtekompott. Ja. Sehr gesetzter Früchtekompott. Wird gerade echt zum Nasenwhisky.
So muss für mich ein alter Sherry-Whisky riechen, finde ich. Ja. Das ist top. Und jetzt kommt so die erwartete Schokoladennote mit dazu. Kaffee ein bisschen. Espresso. Und trotzdem wieder das tropische Früchte. Ne, es ist so ein Wechselspiel. Ist schon echt geil. Ja, kann man machen. Wollen wir probieren? Bitte. Danke. Lecker! Ist das ein schöner Sherry. Oh. Noch mächtig. Treibt jetzt den Speichel an. Erst dachte ich mir, die Würze treibt ihn weg. Aber er kommt jetzt voll. Ich habe im Nachgeschmack so ein bisschen. Bisschen McKellen-Style. Ja. Wolltest du es nicht sagen, ne? Ich wollte es nicht sagen, aber es ist so, es geht wirklich in Oldschool-McKellen-Richtung. Es ist, ja. Ich höre das der Brennerei auch nicht gerne. Und für mich ist es ein Lob, ja. Weil die ja lange Zeit doch Oldschool-Sherrys produziert haben. Ein gutes Zeug. Und der tritt auch voll in diese Kerbe. Ja, aber volle Bude. Also richtig gutes, richtig gutes Sherry. Du merkst das Alter. Ja, das ist einfach. Das kriegst du mit einem jungen nassen Fass nicht so, nicht so hin. Ne? Also, Das ist die Nase, Alter. Das ist schon gut. Und der Alkohol ist mega gut eingebunden. Ja, ja, haben wir gesagt, eine 53,2. 52,2. Ich glaube, es sind auch nicht viele Flaschen da. Also wenn das Video online ist, ist der wahrscheinlich bei uns schon ausverkauft. Falls nicht, dann zuschlagen. Und der ist auch so generell stark vergriffen jetzt schon. Also Abgang bisschen kurz. Hätte ich mir ein bisschen länger und intensiver gewünscht. Abgang ist ne? So relativ schnell weg, leider. Die Nase ist der Knaller, ey. Also das ist ein richtiges Nasending jetzt. Boah, das ist ein Bombenteil, ey. Alter. Da geht schon. Boah. Wer wissen will, wie Oldschool Sherry Whisky schmecken, der hier, schöne Sherry-Noten. Es kommt diese Brennerei durch, du hast ein wenig Pfirsich, Aprikose. Es geht, jetzt greife ich mal ganz tief ins Regal. Oh, es geht leicht, an einer Mundecke geht es leicht in Richtung alten Cognac. Und was du meinst, ist das Pfirsich, dieses Pfirsige, dieses gut eingebundene. Oh, ich rede jetzt hier von 70 Jahren, 60, 70 Jahren Cognacs. Diese Note, die so hinten runterläuft. Also und ich nehme den kurzen Abgang sofort wieder zurück. Der ist jetzt nicht mehr kurz. Klasse Teil. Also ich würde es alleine nur deswegen schon kaufen. Ja, das ist allein das. Das wert. Dieser Magnetverschluss. Ja, ja. Also wirklich, ne? Okay, Steffen, ich habe eine Überraschung für dich. Die Flasche kostet 99,90 Euro. Da will ich aber 6 nehmen. Da nehme ich eine Kiste. Da gebe ich auch 500 Euro aus. Ne? Also ja, das ist das Gleiche. Also kannst du auch einnehmen. Trinkst du ja weniger? Also, nein. Also, für ein Jubiläum sehr, sehr gut ausgewählt. Ja, also muss ich echt sagen, eines Jubiläums würdig, diese Abfüllung. Du hast ja oft das Jubiläumsflasche, wo du denkst, ja, bla, bla, Etikett getauscht und fertig, ne? Hier im Zusammenspiel des Ganzen 500 Euro, ja. Wer ist dir geschmacklich irgendwo? Oder sagen wir es mal andersrum. Würdest du dich ärgern, dass du für so ein Sample, also 2-3 Gläschen 50 Euro bezahlt hat. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil es das wert gewesen wäre, von mir zum, was weiß ich wem, aber nein, das gehört ins Buch, das hast du aufgeschrieben oder in der Base gelistet oder wie auch immer. Wäre es mir auch nicht. Also ich einen Schluck und da wäre der Preis schon vergessen. Ja, ja. Das musst du echt sagen. Also. So, und die Großflasche für 500 ist schon eine Hausnummer, aber jetzt könnten wir unseren Standardsatz sagen, unter Betracht des aktuellen Marktes, es ist okay. Ja, du kriegst 25-Jährige, die nicht in Verstärke sind, für ein ähnliches Geld. Also von der Hinsicht her ist es okay. Mir wäre das Geld irgendwo fast wert, ey. Ein Honey Venia würde mir besser gefallen. Mach die machst du ja nicht in einem Abend leer. Ja, das weißt du nicht, ne? Das kommt auf den Tag drauf an. Ne? also ich bin. Schmeckt mir sehr gut. Unbedingt probieren. Honig weniger. Auch wenn wir nicht mehr haben sollten, besorgt euch irgendwo irgendwas, weil es lohnt sich. Es lohnt sich. Verdammt nochmal, es lohnt sich. Das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, habt ihr gut gemacht. Wir genießen jetzt nochmal den letzten Schluck. Und viel Spaß. Irgendwann mal wieder. Haut rein. Ciao.